Ja, guten Abend, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Little Witch Nobita. Ach, ich muss den Filter noch anpassen. Stimmt ja, ich habe letztes Mal mit der OED gemacht. So. Ja, beim letzten Mal sind wir durch diese dunklen Katakomben hier gewandert. Jetzt liegen hier wieder und schlafen. Denk uns, die Welt kann uns nichts Böses mehr antun. Und werden bestimmt des restlichen Abends eines Besseren belehrt. Ja. Zeit zum Aufwachen. Beim letzten Mal sind wir hier halt durch. Ich denke, die Hölle kommt bald noch auf uns zu. Also von den Teleportstationen her sieht es so aus, als ob wir so gut wie so langsam mit dem Spiel durch sind. Also wir sind beim vorletzten Teleporter. Ich denke mal, danach kommt nur noch eine Gottesstatue und dann müsste eigentlich auch der finale Boss bzw. endlich der Thronraum kommen. Ich bin ja schon ganz gespannt, wie diese Story hier enden wird. Wir haben auf jeden Fall richtig viele von diesen richtig großen Kristallen. Damit sollten wir was anfangen können. Die würde ich mir auch gerne für Endboss aufheben. Wir können uns auch diesen Verteilungskristall, den ganz großen, auch noch kaufen. Falls nötig. Wenn, würde ich mir den hier kaufen. Um ehrlich zu sein. Ja. Ich will noch mal eben kurz gucken. Ich glaube, ich mache die Helligkeit noch mal ein bisschen höher. So, ihr wollt ja auch was sehen. So, wo sind die Fieslinge? Wo sind die, die mich brutzeln wollen? Bin bereit für euch. Hier ist eine süße kleine Hexe. Ich weiß, dass hier irgendwelche Mistdinger sind, die meinen Arsch wollen. Und das ist nicht auf eine sexuelle Weise. Aber ich weiß, dass ein paar Perverslinge sich so ein Spiel tatsächlich sogar angucken, nur aus solchen Gründen. Ja. Die Lollicon-Lovers. Oh, und das hier sah kurz aus, als ob da was wäre. Ist hier absolut nichts? Wo ist so ein Riesenraum, wenn hier nichts ist? Hallo? Okay, da ist ein Snipper. Da wollte mich einer fernbrutzeln. Sonst noch welche von der Art hier? Dich habe ich direkt gesehen. Da ist noch einer. Komm, zeig dich mir. So, dich hätten wir auch vernichtet. Selbst wenn ich die Helligkeit höher stellen, Leute, ne? Das Spiel ist trotzdem scheiße noch eins dunkel. Nein. Ich liebe diesen Blitzzauber. Einfach aus der Entfernung alles weggießen. Also was stärker angeht, ist das halt wirklich der ultimative Zauber. Und darüber bin ich sehr, sehr glücklich. Dass wir uns diesen Zauber erkämpft haben. Ist doch eine Wand brechbar. Erzähl mir keinen. Wo ist das Geheimnis? Hier muss doch irgendwas versteckt sein. Außer dem Item hier. Mutated Beastclaw. Those who fail to accept the power of a crafted sword turn into creatures of demonic appearance. When this happened, the church granted them mercy and ended their suffering.
ja, dass die Geschichte von dem Spiel richtig stark dark ist, das haben wir ja schon mal geklärt, ne? Erstmal hier unten umgucken. Ich will alles mitnehmen, was man mitnehmen kann. Okay, warum war das Fass hier so Mutterseelen allein? Oh, das erste Item von der Seite. Pontiff's Scepter. In der Apocalypse Age Year 160, the Saint took over leadership of the church. The Pontiff's flamboyant scepter was left collecting dust. Ich weiß natürlich auch nicht, welcher Weg jetzt so storymäßig der richtige ist, ne? Aber ich denke mal, der hier nicht. Da ist bestimmt noch ein anderer Weg gemeint. Sollen wir uns vielleicht doch erstmal oben umgucken? Dann nehme ich aber lieber den Feuerzauber und lade den schon mal auf. Ein guter Plan. Friss. Ach, das aufzuleveln, das war auch Gold. Stimmt, ich sollte vielleicht erstmal den priorisieren, der mich sneaken kann. Erwischt. Da ist irgendwo ein Fuzzi, der Schilde generieren kann. Der Schild, der nervt ein bisschen. Das Ding ist, ich weiß, wer den Schild generiert. Nee, 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 dich noch nicht. Dich zuerst. So, tschüss. Komm, versuch zuzuhauen. Danke. Sind hier noch mehr Lebewesen, die mir an den Kragen wollen? Ich würde gern Kisten finden. Mal einfach mal einen Blitzschlag, bevor das weg ist. Jetzt kommt, ich habe sogar noch irgendwas getroffen, ohne es zu sehen. Ne, hier ist scheinbar Sackgasse. Gab es die brechbaren Wände auch mal wirklich nur im Lavagebiet? Ist beruhigend und enttäuschend zugleich. So, was haben wir denn dort? Ach, diese dummen Puppen schon wieder. Zur Not immer den Feuerzauber ausgerüstet haben. Das ist immer eine gute Idee. Hier ist wieder eine Göttinnenstatue. Das muss auch die letzte sein.
Dann sollten wir eventuell doch erst einmal noch da unten lang gehen. Weil das ist die letzte Statue. Ja, wir sind kurz vom Thronraum. Wie es scheint. Warte mal, hast du jetzt neues Zeug im Angebot? Nee. Man kann die dummen Steine halt auch leider Gottes nicht verkaufen. Ich mache mal meine MP höher. Dann gebe ich mir noch ein bisschen Stamina. Und dann gönne ich mir schon mal den guten Stein hier. Mittlerweile komme ich mit jedem Gegner klar. Dort wird der Thronraum sein. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal da runter und springen einmal von dem einen Teil darunter. Bis Blitze. Alter, ich werde gerade von allen Seiten gelasert. So, einmal heilen. Oh, da war noch was. Ja, die Gondel des Status ist ja nicht weit weg. Ich will an der Stelle sagen, ne, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der Thronraum so nah an dem letzten Mal dran gewesen ist. Sonst hätte ich jetzt eventuell beim letzten Mal einfach noch eine Stunde länger gemacht, aber dann hätten wir das Spiel halt durchgehabt. So, dann wollte ich jetzt erstmal gucken, was dort ist. Weil da kann man ja runterspringen. Da steht ein Ritter. Und der gibt Gas. Hilfe. Aua! Jetzt lass mich doch mal zu Ende chargen hier. Alter! Wie soll ich denn so meinen Zauber chargen? Friss! Dieser Ritter. Ich sollte ihn einmal mit einem Blitz vom Weiten abschießen. Der macht ja übelst Schaden. Was ist das für ein Hardcore-Ritter? Da kommt ein neuer Gegnertypus und der reckt mich komplett, ey. Vielleicht ist das auch so eine Art Miniboss. Weil der hat unglaublich viel ausgehalten.
So, komm, gib mir ein bisschen Mana. Ich muss einen Ritter ausschalten, der mir ordentlich aufs Fressbrett gerade eben gegeben hat. Also die beste Option, am besten von weitem lasern. Ich kann ihn ja mal von hier aus schon sehen. Als ob dich meine Blitze nicht jucken. Oder jucken die dich erst tatsächlich, wenn du aufgestanden bist? Ja, die jucken dich erst dann. Das ist doch gemein. Wenigstens das hat mal Schaden gemacht. Aua. Aua, natürlich setzt du nach. Dieser Ritter. Komm, Mr. Ritter. Ich werde dich noch down bekommen. Als ob du so schnell bist, dass die Dinger dich nicht treffen. Okay, Feuer hat bisher den meisten Schaden gemacht. Fries. Ich habe zumindest noch getroffen. Er ist gerade gestunt. Fall um! Fall um, du Mistding! Danke! Dafür, dass er anstrengend war, hat er aber auch ultra viel gegeben. Ich glaube, so 200 waren das gerade. Apocalypse Night Record. Das ist ein Apokalypse-Ritter. Declaration of War. The Night Kingdom was accused of secretly the hiding Beasts and Heretics. So the other kingdoms decided to unite and bring down a sinful nation. Those who truly know the Night King find such pretenses ludicrous. Okay. Und was ist mit den Ritter? As the first knightly order of the church, the Apocalypse Knights contributed greatly to the civil war, emerging from it battered and depleted. Eventually, a new commander arose to give it a complete overhaul. Und das hier habe ich noch, meine ich, bekommen. Ne, das hier habe ich auch noch, glaube ich. Neue Soul Shot. The reminder of the soul clings to stability to its shell, driven by undying loyalty. Okay. Also der Ritter, der war ja auch mal hier wieder so ein Ding. Der kam mir wie ein Miniboss vor. Für den habe ich jetzt ein paar Anläufe gebraucht. Könnt ihr bitte auch eine Kiste stehen, dass sich der Scheiß gelohnt hat? Also ja, die Items sind schön, aber ich hätte gerne auch eine Kiste mit irgendeiner Verbesserung, wenn ich schon so einen harten Gegner vor die Nase kriege.
Da ist... Warte. Okay, ist keine Mimik. Back Expansion, ja. Damit kann ich arbeiten. Danke, wenigstens etwas. Einen Platz mehr, wo ich einen weiteren Kristall mitnehmen kann. Kann ich wenigstens sagen, es hat sich gelohnt. Ach, komme ich jetzt an derselben Stelle raus, wo ich jetzt gerade eben reingekommen bin? Ja, so ungefähr, weil hier war vorher ein Item drin. Okay, dafür habe ich das gemacht. Für eine Back Expansion. Ist worth it. Der Explosionszauber hat am meisten gegen den gebracht. Für die, die das auch spielen wollen. Nehmt bloß nicht den Blitzzauber. Der Typ kommt so nah ran, dass er euch nichts bringt. Für den Eiszauber ist der zu schnell. Also von den Mini-Gegnern war das bisher der heftigste. Selbst diese roten Gegner kommen ja nicht mal ansatzweise dagegen an. Ich könnte hier noch ein bisschen Punkte farmen, bevor ich weitergehe. Weil ich kriege hier echt viele Punkte an der einen Stelle hier. Und es ist jetzt auch nicht so schwer, die hier zu erfarmen. So, ich gönne mir jetzt erstmal davon zwei und davon ein. Es wäre halt zumindest eine Idee, bevor wir hier zum Thronsaal gehen, eventuell alles einmal kurz auf 30 zu boosten. Ich weiß, das hatte ich beim letzten Stream so gesagt, dass ich das am Ende noch machen wollte. So nach dem Stream, aber irgendwie bin ich nicht dazu gekommen. Da ist hundertprozentig Ende. Da wird aber noch mal ein Boss kommen. Hundertprozentig. Was haben wir denn hier? Nifo Okunshrine Secret Passage. Da wird irgendwas Gutes für uns sein. Also in den Thronsaal will ich auf jeden Fall nicht reingehen, bevor ich nicht alles auf 30 gebracht habe. Ich werde sonst da übelst weggereckt. Ach, wartest du da schon auf mich? So, wo bin ich jetzt hier gelandet? Genau. Ich habe so eine Ahnung, wo ich bin. Ich glaube, ich weiß echt, wo ich bin. Ich bin bei diesem einen Bereich, wo diese riesige Armada an den roten Gegnern da ist. Wo ich bei einem Durchlauf so 1000 Punkte ungefähr holen könnte. Na gut, das wäre jetzt aber auch nur wieder Ultra-Farming, ne? Und da bräuchte ich tatsächlich wesentlich länger, als wenn ich da jetzt einfach in dem Thronsaal, also kurz davor, einfach mal eben kurz so drei, viermal da alle einmal kurz schlachte. Ich will, wie gesagt, alles einmal kurz auf 30 bringen, bevor ich da reingehe. Und im Bestfall keine Items einsetzen. Weil ich die mir dann alle für den Boss aufheben will. Ich habe nicht so viele von den guten Kristallen hier. Die habe ich alle aus Kisten mitgenommen. So, Eisschauer schon mal ausrüsten. Also ja, ich werde jetzt hier wahrscheinlich 20, 30 Minuten erstmal farmen. Da sind zwei Level, da ist es eins, hier sind es acht und bei den beiden sind es nochmal fünf. Ja, so 20, 30 Minuten kommt gut hin. Bei dem anderen Gebiet wäre es ungefähr genauso, nur wesentlich schwerer und nerviger.
Ja, hier bin ich auch schon mal runtergedroppt, stimmt ja. Ich glaube, hier ungefähr hatte das Gebiet auch angefangen. Ja. Hier ungefähr hatte es angefangen. Da hatte ich gerade eben auch irgendwas gelesen mit einer zerbrechbaren Wand auf dem Weg. Könnte sein, dass ich die übersehen habe. Tatsächlich habe ich hier eine zerbrechbare Wand übersehen. Und dahinter war eine Kiste. Eissauber? Absorption. Toll. Das war jetzt nicht das, was ich finden wollte. Was macht denn Absorption Level 4? Würfel enttarnen zu Pilling-Effekt. Ah, kann ich nicht viel mit anfangen. Broken Queen Doll. All that remains of the doll units, Queen Doll. As the head of the unit, its duty was to receive orders and pass them along with the queen herself lost. The doll's fate was sealed. Ich hatte auch noch gerade irgendwas gerade eben noch mit Spirit Realm gelesen. Ich will mal kurz nochmal nachgucken, was ist Spirit Realm? Weil das war ja in der Liste nicht drin. Ach, das ist so gesehen der nächste Bereich. Nach dem Throne Room kommt offenbar noch ein Bereich. Ah, jetzt verstehe ich endlich. Okay, dann habe ich gerade was komplett falsch verstanden. Dann können wir da eigentlich rein. Wir haben ja so gesehen alles aus dem vorherigen Bereich. Aber ich will dann halt nach wie vor erstmal auf 30 boosten. Und bei welchem Level bin ich denn jetzt hier gerade? Ja, hier halt 24, 25, 27. Wir sind schon bei 21 Uhr. Nee, komm, wir lassen das mal. Wir rennen jetzt da rein und sterben. Hier ist auch unsere Katze. Wer will sie streicheln? Ich. Will sie das? Nein. Der Thron. Hallo, Lady. Du wirst mir in den Arsch treten, oder? Okay. Können wir drüber reden? Ich will noch mal drüber reden, bevor wir uns bekämpfen. Du bist schnell, Mädel. Du bist richtig schnell. Ich hab verstanden.
Aua! Autsch! Der Angriff tut weh. Oh, das war guter Schaden. Warum sind die immer so aggressiv auf mich? Der Flammenzauber ist die beste Option hier, weil der auch verfolgend ist. Und die ultra schnell ist. Nahkampf ist keine gute Idee. Okay, hab verstanden. Ja, übertreib! So, sollte down sein. War leichter als gedacht. Du hast eine zweite Phase, oder? Ich habe drei Sachen gerade bekommen. Also von allen Bossen warst du am einfachsten. Auch wenn deine Angriffe heftig wirken. Was soll ich zurückgeben? Achso, den Thron. Nee, der gehört mir. Wie passt dein ganzer Stab da rein? So, Mädel, draufsetzen. Oh nein, dreh dich um, dreh dich um! Die hält dich nicht mal anständig fest. Oh. Pädophile an Bord! Wieso ist die Katze umgefallen? Okay. Nein, ich will die Katze behalten.
Miese Katze, bleib bei mir. Ja, das ist das, was ich gerade eben gesehen habe. Okay, wir sind jetzt im Spirit Realm. Wir haben hier einige Kisten zu holen. Wo ist dein Hut? Und dein Umhang? Wo sind die beide hin? So, die grünen Kristalle, die da habe ich gerade eben schon gelesen, die machen Heilung. Okay. Wir sind im Spirit Realm. Soweit ich das jetzt weiß. Da sehe ich was, wo man hinhüpfen kann. Da soll ich wahrscheinlich auch hinhüpfen. Hat jemand in neuen Kisten? Scheinbar. Wieso habe ich auf einmal 1300? Boah, ich habe jetzt auf einmal so einen Ultrasprint. Als Dash. Immer richtig krass. Warte mal, wir müssen die drei Items noch lesen. Hier, die beiden. The Throne. A doorway into a hidden dimension and prove the origin and final destination of all crafted souls. The church is not responsible for its creation. The existence is due to a powerful being invisible to all mere mortals. Ancient throne rune. Das sieht geil aus. An ancient rune that has been decrypted by linguists to mean doorway. Its connection to the throne is still not understood. Although many scholars have posited many a theory, okay. Und Lawyer so short, nee, warte. Nummer 100. King's final honor. Das war's. The heroes will serve the church, were replaced by soul dolls. To give the heroes a new purpose. The church had them build kingdoms on lands conquered by the church. Okay. Das da sieht so verdächtig aus, da springe ich hin. War es die richtige Entscheidung, hier hinzuhüpfen? Offenbar nicht. Okay, die grünen Dinger, die heilen mich ja. Die sollte ich nach Möglichkeit nicht kaputt machen, wenn ich es nicht brauche. Ich gucke mich hier gerade um. Kann ja sein, dass hier schon was versteckt ist. Kann ich da hochklettern? Dich nehme ich mit. Nee, so hoch komme ich nicht. Diese grünen Kristalle stehen aber auch gut im Weg. Och, sieht das hier schön aus.
Hallo? Die sind schon mal tot. Ich denke mal, hier finden wir den letzten Rest, was wir suchen. Oh, ein blauer von euch. Boah, bist du schnell. Machen die Dinge noch was? Oder schweben die nur in der Luft rum? Da war noch einer von diesen blauen und da ist einer von den roten. Okay, die haben jetzt auch blaue. Und die sind schnell. Oh, ich habe eine andere Combo bekommen. Das Gameplay ist auf einmal komplett anders. Schön umschauen nach Kisten. Hallo? Ist hier irgendwo eine Kiste, die auf mich wartet? Da liegt auf jeden Fall was. Doctor's Mask. Hier, Popholken, Kollapsen. Ach, bitte nicht noch mehr von denen. An axe fervored by Acapulco Knights. No heretic can stand against the judgment of such a terrible weapon. Ja, die hat mich auch ordentlich gerade eben verprügelt. Und hier, Doctor's Mask. Ach so, vom solchen Doktor. The church convinced people that the beast with spread a plague to harm humanity. He claimed that those who succumbed to the plague became the witch slaves after death in order to coax them into receiving the treatment. Das ist doch die Maske vom solchen Doktor, oder täusche ich mich da? So, von der Seite eventuell auch nochmal drumherum irgendwie sprinten und was einsammeln? Hm. Habe ich jetzt nichts dergleichen gesehen? Ich glaube nicht, dass ich auf den Dingern rumklettern soll. Wo soll ich gerade eigentlich überhaupt hin? Wie, ich soll oben hin, ne? Da ist auf jeden Fall einer von den Blauen. Okay, die geben echt nur Leben. Ich dachte, die geben eventuell auch Mana. Hier habe ich dich aus der Reichweite verfehlt. Kann ich durchgehen, diese Combo haben? Die ist wesentlich besser als die, die ich vorher hatte. Auch das Ausweichen. Deswegen liebe ich den Blitzzauber. Der One-Hit in den meisten Fällen. Da soll ich definitiv weiter. Wir schauen uns noch weiter um. Ich habe doch 100 Pro wahrscheinlich schon eine Kiste übersehen. Hier ist eine Kiste. Mit einem Wind-Upgrade. Ja, Level 5 ist echt das Maximum. Level 5. Emergency Dodge may be triggered when attacked by an enemy. Oh, der weicht jetzt automatisch aus, wenn ich angegriffen werde manchmal. Und die Wand ist brechbar, oder wie?
Nee. Ach, das hätte ich auch, wenn ich hier drum gerannt wäre, eventuell sehen können. Na gut, das weiß man nie vorher, ne? Ich habe jetzt beschlossen, wir schließen die heute auf jeden Fall noch ab. Und wenn es bis Mitternacht dauert, wir schließen die heute ab. Wenn wir jetzt so knapp vom Ende sind, dann machen wir auch fertig. Kiste? Hallo? Existierst du hier? An der Stelle finde ich nichts. Wir müssen halt noch alles auf Maximum kriegen. Und den Rest werden wir auf jeden Fall hier finden. Das heißt, wir suchen ein Arcane, zwei Eis, zwei Feuer, eine Absorption und sogar drei Donner. Das wird eine Suche. Da muss das Gebiet hier aber eigentlich auch riesig sein, wenn es hier so viel zum Suchen gibt. Betten hinter den Kristallen wartet was auf mich. Nein, 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 nein. Ich wollte doch nur da oben rumbalancieren und suchen. Noch mal da hoch sprinten. Könnte ja sein, dass da oben drauf irgendwo was liegt. Ich glaube, Level 30 war gegen Ende wirklich eine sehr, sehr gute Idee. Weil ich scheine auch die Blauen jetzt fast zu one-hitten. Wenn ich Intelligence noch mal booste, sollte es doch eigentlich klappen mit den One-Hits bei denen. Ich darf da nicht rüberspringen. In der ist man mal experimentierfreudig mit dem Suchen und dann sagt das Spiel nö. Was bist du denn für eine? Hilfe. Ich sollte die Wände neu überprüfen. Habe ich nur den Kristall getroffen oder habe ich mir das eingebildet? Das Ding hat auf jeden Fall was fallen lassen. Apocalypse Night Bow. The weapon of the Apocalypse Night Archer. It is. It's a surprisingly frightful weapon, allowing for deadly precision even over long distances. So langsam haben wir die Liste voll. Wisst ihr, was ich mir noch vorstellen könnte, dass in dem ein oder anderen von den grünen Kristallen eventuell eins von den Dingern liegen könnte. Also ein Item. Ja, ich sollte die grünen Kristalle trotzdem alle kaputt machen, auch wenn die Leben geben. Das heißt, ich gehe noch mal zurück und zerstöre noch mal alle grünen Kristalle auf dem Weg. Wegen eventuellen Items.
War ich da unten? Ja, und hier ist nix. Da ist noch ein grüner Kristall. Ist nix drin. Doch, da war was drin. Ja, mal so extrem weit würde ich jetzt auch nicht für eine Heilung nochmal zurücksprinten. So, den Schild haben wir dadurch jetzt nochmal bekommen. Hier muss ich jetzt auch nochmal alle grünen Kristalle kaputt machen. Ich dachte halt, die sind nur für Heilung gut. Dann habe ich nochmal nachgedacht. Moment, da könnte doch auch was drin sein. Das Interessanteste an dem Gebiet finde ich wirklich, dass sich mein Nahkampfangriff komplett verändert hat. So, hier war kein grüner Kristall, war da in dem Eck einer? Nee. Hier am Rand war definitiv keiner. Muss mich halt nochmal umschauen. Da ist einer. War aber nichts drin. Wie viele Punkte habe ich eigentlich gerade? Ach, dafür lohnt es sich nicht, nochmal zu der Statue zurückzugehen. Die blauen geben mir echt kaum Punkte. Stimmt, hier war der eine Weg, der zu der einen Kiste geführt hat. Weil ich jetzt so einen Emergency Dodge habe. Könnte bei Bossgegnern eventuell praktisch sein. Okay, ich glaube, ich habe hier alles mitgenommen. Hier ist auch kein grüner Kristall mehr. Dann gucken wir uns jetzt erstmal die Items an. Banner of the Lion hatted. Lion hearted. Banner of a great church who fought in the first crusade in the apocalyptic age, year 100. After defeating countless blood orcs, he was rewarded with lands and title and given doll units to protect the new border. So, und der Schild, der war noch dazu gekommen. Alter, wie dämonisch sieht der denn aus? A shield used among defensive units within the apocalyptic night. The shield walls were famous for being completely impenetrable. Also sieht das Ding auch aus. Man erfährt über die Dinge halt die ganze Geschichte von dem Game und die ist so düster. Ich dachte kurz, ich hätte die Katze da liegen sehen. Okay, da oben soll ich safe lang. Kriege ich es hin, auf eure Köpfe zu zielen? Auf seinen zumindest. Ja, stelle ich gut hin. So, beide gesniped. Ich wollte sagen, ich gehe erst unten lang, aber ich kann sowieso nur unten lang gerade. So, dich habe ich gesehen. Tschüss. Ich will euch auf jeden Fall aus der Entfernung ausschalten. Und da ist noch jemand von denen. Nur diesmal mit einem Schwert statt mit einem Bogen. Fällt sie gerade runter? Bitte nicht.
Das Item liegt doof. Werde ich das einsammeln sollen? Ich wollte das Item haben. Ich war, weil ich will auch die ganze Geschichte haben. Die darf nicht darunter fallen. Ist das eigentlich irgendwie ein neues Kostüm? Nee. Oh, ich habe Haste Max gelevelt. Haben wir das Level 31 das Max-Level? Nee. Okay, aber Haze kann nicht weiter gelevelt werden. Na gut, jetzt habe ich die Punkte für Intelligence nicht genommen. 225 brauche ich. Ich booste einmal kurz. So, euch beide kriege ich ja von hier. Schade, im Bestfall jetzt beide getroffen. Das, was der gerade gemacht hat, fand ich auch irgendwie lustig. Dich snippen wir weg. Und da scheint jetzt die Schwertrunde. Da war dieser Emergency Dodge. Wenn ich im richtigen Moment A drücke, dann teleportiere ich mich weg. So, stirb bitte auf der offenen Fläche. Danke. So. War doch das hier, ne? My Kingdom Crown. To manage the vast lands won in the various wars. The Church appointed different heroes to rule these new kingdoms. Defend the borders from invading enemies. Ah ne, Entry Pass war's. The Night Kingdom is dream land for humanity. Many would give all they have to become a citizen of the realm. Ich dachte kurz, da links steht ein Gegner, deswegen war ich kurz abgelenkt. Aber das war einfach nur die Partikel, die zu mir kommen wollten. Da komme ich nicht hoch, oder? Obwohl doch, wenn ich mich über die Säulen versuche. Zur Not haben wir noch eine Option. Okay, ich muss in der Luft dafür sein. Ich will mich doch nur da hochsprengen. Wo kommst du denn her? Ich will doch nur da hoch. Naja, wird wahrscheinlich einen anderen gewollten Weg dahin geben. Seit der Verbesserung klappt das irgendwie nicht mehr mit dem Hochspringen. Du warst gerade irgendwie gar nicht gefährlich. Bitte flieg nicht darunter. Du hast bestimmt wieder was bei dir. Okay, doch nicht. Bisher finde ich hier so gut wie gar keine Kisten. Hier hatte ich von da hinten aus schon gesprengt. Hier standen ja die zwei. Da ist ein Loch, da könnte auf jeden Fall was sein. Ich soll hier runter, okay, das verstehe ich noch.
So, Eis. Na gut, Blitz. Irgendwo ist ein weiterer Blitz-Heini. Da kamen Blitzkugeln. Okay, man will nicht in denen drin stehen bleiben. Die kommen von oben. War da irgendwas in der Richtung? Nee, das war der eine Punkt, wo ich hier von da unten kam. Gelasert. So, und ich direkt loswerden. Ist hier sonst noch was? Dann würde ich jetzt erst einmal da unten gucken. Wo ich gerade Probleme hatte, hinzukommen. Okay, hier ist nix. Schön zu wissen. Muss ich mir irgendwie merken, an der Stelle muss ich runterspringen. Nee, ich muss noch ein bisschen weiter. Ja, stimmt, auf dich sollte ich mich eventuell zuerst konzentrieren. Du haust nämlich rein. Und ich habe kein Mana mehr. Ah, das kostet aber auch Mana, wenn ich diesen Evade mache. Ihr haut ordentlich rein. Aber wenigstens kriege ich keinen Schaden, wenn das passiert. Komm, jetzt fall da rum. Geht doch. So, hier irgendwo wollte ich runterspringen, oder? Genau, hier war das Loch auf der einen Seite in der Wand. Da wird wahrscheinlich eine Kiste sein. Und dann ist da nur ein scheiß Kristall drin. Wollt ihr mich verarschen? Vor allen Dingen sogar einer von den Kristallen, die ich am allerwenigsten nutze. Kommt mir wie ein Prank vor, wenn ich diese Dinger finde. Ist ja klar, ist einer von der höchsten Stufe. Der wird ultra viel Schaden abhalten. Das kann ich bei Bossen vor allen Dingen gut gebrauchen. Aber ich finde den trotzdem unnütz. Irgendwas, was man nur von hier aus sieht? Nope. Was so mitnehmen? Super Cleanser Soap. A common consumable in the Night Kingdom. The soap is made with bestium body oil. It is extremely effective at removing any stain. Finally, those filthy bestians have proven to be of some use. Alter, was macht ihr denn mit euren Artgenossen? Jetzt werden die auch noch zu Seife verarbeitet.
Ich brauche mich da nicht hochspringen. Irgendwie komme ich da naturell hin. Aua! Wo kommst du denn her? Nein, ich will nicht in diese Elektrokugeln. Die machen gut Damage, wenn ich da drin stehe. Hast du irgendwas gedroppt? Wofür ich da runter will? Nö. Wieso fliegt das so extremst daneben? Ich stehe in dir drin. Wie kann ich daneben schießen? Boah, jetzt reicht's mir. In dem drin und schießt trotzdem daneben. Wie kann es sein, dass ich nicht eine einzige Truhe finde? Hier müssen doch so mega viele sein, oder nicht? Da ist noch mal eine neue Statue. Hier liegt noch mal ein Item. Ich glaube, in dem braunen Kristall ist safe irgendein Item für mich zu mitnehmen. Ich muss doch mal die ein oder andere Kiste irgendwo auftauchen. Um Gottes Willen, hier kommen ja noch ein paar Statuen. Okay, dann machen wir heute hier doch nicht das Ende. Aber da wird ja auf jeden Fall noch einiges kommen. Das ist safe. Okay, vor dem finalen Bosskampf sollten wir auf jeden Fall eventuell hier auch alles auf Maximum packen. Ich glaube, das wäre wieder so ein Punkt, wo ich dann in dem Bereich, den wir gerade durchquert haben, ausnutzen würde. Einfach nur, um ein bisschen die Stats zu boosten. Weil man sieht ja hier an dem Teleporter, dass da noch mindestens 4, 5 Statuen kommen. Das heißt, würde ich jetzt hier nochmal durchziehen, würden wir hier nochmal 2 Stunden sitzen. Ich glaube, ich mache den Rest am Samstag. Dann machen wir hier die restlichen 5 Teile hier. Ich werde nochmal hier offscreen gucken, dass ich nochmal ein bisschen hier booste. Die beiden hier auf 30 mindestens bringe. Die beiden hier eventuell sogar auf 35 oder sogar 40. Stamina auf jeden Fall auf 35. Vielleicht booste ich auch alles auf 35. Halt, dass wir für den Finalkampf dann auch gewappnet sind. Ja. Das müssten wir halt alles mal gucken. Ich gönne mir jetzt auf jeden Fall so einen nochmal. Da vorne, da würde es weitergehen. Vielleicht, wenn ich offscreen dann nochmal gucke, vielleicht finde ich ja das ein oder andere Objekt, was ich jetzt übersehe.
sie beziehungsweise übersehen schon habe. Da kann ich ja auch den Guide hier einmal nutzen und gucken, ob ich da schon an irgendwas vorbeigelaufen bin. Auf jeden Fall an der Stelle hoffe ich natürlich, dass jeder viel Spaß beim Zusehen hatte. Oder zumindest so viel Spaß wie ich beim Spielen. Mir macht das Spiel immer noch mega Fun. Der Boss, den wir gerade eben hatten, den fand ich wirklich mega lame. Also der konnte ja mal echt gar nichts. Den habe ich First Try geschafft. Das habe ich bei den anderen nicht. Das sagt schon einiges aus, wie stark der halt war im Vergleich zu den anderen. Vielleicht war ich auch zu dem Zeitpunkt einfach komplett overpowered. Kann ja auch sein. Also Haste, maximales Laden. Wir können ja mal übrigens auch gucken, wie stark das Laden jetzt ist. Also wie schnell alles geladen ist. Okay, Arcane ist fast schon instant. Eis. Ja, ist auch recht schnell geladen. Ja, mittlerweile sind alle Zauber richtig schnell geladen. Na gut. Für YouTube, wenn es gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich habe jetzt hier nochmal alle Zauber ausprobiert, wie schnell die jetzt geladen sind, da ja Laden auf Maximum ist. Ich habe ja gesagt, bis zum nächsten Stream werde ich auf jeden Fall die Werte nochmal ein bisschen boosten. Man kriegt hier auch mal recht viel. Zurück kann ich eh nicht mehr, also kann ich nur einen Weg ablaufen, hin und zurück. Also für YouTube sage ich hier an der Stelle ciao und bis bald.